Es ist soweit. Der Beginn der zivilen Raumfahrt oder anders gesagt, in diesem Jahr wird es zum ersten Mal regelmäßige Reisen für Touristen in den Weltraum geben. Das ist wirklich der absolute Hammer. Es geht wirklich los. Ob wir jetzt schon alle bald zum Mond oder Mars fliegen können? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Virgin Galactic hebt in den Weltraum ab. Es ist das erste Unternehmen, das damit regelmäßige Flüge in den Weltraum für Touristen anbieten wird. Und das war keine absolute Erfolgsgeschichte, denn eigentlich sollte dieser Menschheitstraum schon viel früher wahr werden. Doch es gab Rückschläge, dramatische Unfälle. Bei einem Testflug vor 3 Jahren mit der VSS Enterprise, dem Virgin Starship Enterprise, gab es eine Fehlbedienung. Das Raumschiff stürzte ab und der Co-Pilot starb und der Pilot wurde schwer verletzt. Das ganze Programm musste umgestellt werden und das Raumschiff an einem entscheidenden Punkt neu konstruiert werden, damit das nicht mehr passieren kann. Schon davor kamen beim Triebwerkstest 2007 3 Techniker ums Leben. Doch 2014 führte ein tragischer Fehler des Co-Piloten Michael Aylesbury zum Auseinanderbrechen des Spaceships. Für die Rückkehr zur Erde ohne Antrieb verfügt das Schiff über ein Federsystem, das die Flügel nach oben klappt. Es muss entsichert und aktiviert werden. Co-Pilot Michael Aylesbury entsicherte es zu früh und durch die starke Strömung am Schiff wurde es ausgelöst und zerriss das Raumschiff. Seitdem ging es mit Virgin Galactic nur sehr langsam vorwärts. Doch jetzt wagt Eigentümer Richard Branson den ersten Flug. Genau am 20. Juli 2019, zum 50. Jahrestag der Apollo-Landung auf dem Mond, soll es soweit sein. Der Startschuss für die zivile Raumfahrt, für die mit Touristen. Bis dahin sollen noch weitere Testflüge absolviert werden. Der nächste Start ist am 20. Februar. Aber schon im Dezember 2018 ist ein Flug in den Weltraum nach amerikanischer Definition in einer Höhe von rund 82 Kilometern gelungen. Künftige Starts sollen aber auch internationale Standards erfüllen. Da beginnt der Weltraum in 100 Kilometern Höhe. Die Reise wird jeweils 3,5 Stunden dauern und 6 Minuten davon befinden sich die Passagiere im Weltraum. Sie können sich abschnallen und schweben im Raumschiff. Der Raumflug wird übrigens kein Schnäppchen. Die Passagiere zahlen jeweils $200.000 für ein Ticket, also rund 176.000 Euro. Naja, da muss eine alte Oma lange verstricken. Mehr zur fundamentalen Bedeutung der Raumfahrt gibt es hier bei Neugierzone. Unbedingt draufklicken und unbedingt abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.